Hallo Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, zuletzt waren wir hier stehen geblieben und haben ja sozusagen den Motor in Betrieb genommen. Und ja, sind noch ein bisschen Mine angegangen, weil wir unbedingt Platin brauchten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist meine Maus? Ja, geht schon wieder los. Den denke ich mal, wird er auf jeden Fall aufnehmen. So. Sind wir noch ein bisschen Miner gegangen wegen Platin und so weiter. Damit wir halt diese. Wie heißen sie? Overcharger bauen können. Meine Herren. Supercharger, genau. So. Nom, nom, nom. Ja, hier müsste ich auch noch mal ein Schweißgerät hinlegen. So. Schweißgerät. Flex. Ja, ja, mal gucken, was wir heute so Schönes machen. Und wie weit wir heute kommen. So. Und ich bin sowieso mal gespannt drauf, wie viel. Das Ding braucht doch Triebwerkskomponenten, Supercharger und Triebwerkskomponenten. Ach, Mann. Das gibt's nicht. Was könnten wir denn mal wegpacken? Packen wir mal zwei, drei Stück davon weg. So. Ja, ich will halt auch gucken, dass es halt so vom Design her auch vernünftig passt. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt hier das Ding so hinbauen, dass es halt auch so ein bisschen aussieht, dass da sozusagen halt so ein Feuerstrahl rauskommt aus dem Ding. Und so können wir es dann halt auch als Bremstruster benutzen. Oder halt Rückwärtsschub. Je nachdem, wie man es sehen mag. So. Ja, aber nee, für hinten, denke ich mal, werde ich aber andere bauen. Was haben wir denn da noch? Ich muss mich noch an dieses Ding gewöhnen, ey. Das kann nicht sein. So, wir haben jetzt noch den Large. Das könnte aber bald schon zu viel sein. Azimut Thruster. Ja, gucken wir mal. Ich guck mal. Und das verstehe ich auch nicht. Ich klicke hier oben drauf und er macht entweder drüber oder drunter. So. Okay, so groß habe ich mir das Ding jetzt natürlich nicht vorgestellt. Oh Mann. Eieieiei. Das ist natürlich heftig, ja. Nee. Das Ding auf keinen Fall. Oh, meine Herren, ich will doch nichts eingeben da oben. So. Nee, der ist mir doch ein bisschen zu heftig. So, was haben wir denn hier? Wie groß sind die Dinger denn? Joa. Jetzt bin ich halt im Überlegen, ob wir sie halt so dran bauen. Mal gucken. Oh, jetzt muss ich wieder umdenken. So. Na, ich weiß jetzt leider auch nicht, wie viel Schub die Dinger bringen, ne? Naja. Würde ich mal sagen. So. Das können wir ja hier schon mal so weit verbinden hier. Das doch nicht. Nee, Quatsch, das wollte ich doch offen lassen.
da nicht hin. Den machen wir auch nochmal weg. Jo. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen am gucken, wie ich das Design denn jetzt am besten mache. Na. So, aber wir müssen das Ding ja auch irgendwie miteinander verbinden. Ja. Würde ich mal sagen, ne? Jo. Würde ich mal sagen, hier unten ein. Ich hätte natürlich auch so hinsetzen können. Aber, nee. Och, meine, ich will nach unten. So weit runter, so weit runter nur auch, oder nicht? Ja. So, müssen wir den gleich nochmal wegnehmen wieder. Ein bisschen soll es ja auch schon nach was aussehen. Ich glaube zwar auch, dass das denn viel zu viel ist, aber naja. Wieder viel zu viel Schub ist, aber naja. Meine Herren, ja, das stottert auch gerade wieder so ziemlich. Nicht da. Meine Herren. Dann hatte ich das. Nee, da wollte ich runter. Dann hatte ich das, glaube ich, so gemacht. Und hier. So, so. Meine Herren, ey. Nee, eigentlich ein weiter nach vorne. Wenn, dann wollen wir es da auch ein bisschen gleichmäßig bauen. Ja, wie ihr auch sehen könnt. Ihr würdet das ja wahrscheinlich in der Aufnahme so ein bisschen sehen. Dass das so gerade so ein bisschen stottert. Oh, meine Herren. So, die zwei weg. Das bleibt da. Okay. Jetzt muss ich die natürlich wieder drehen. So. Der da unten denn weg. So, so. Hätten wir denn schon mal nach hinten und nach vorne Schub. Ja, das Design ist ja jetzt nicht unbedingt so schlecht. So, den können wir auch schon mal verbinden hier. Den wir hier aber nochmal raushauen. Nein, nicht beide. Meine Herren, so viele Tasten, ey, das ist. Ich will da oben nichts reinschreiben. So, den. Na komm schon. Jo. Damit der Komveda auch so ein bisschen geschützt ist.
baue ich hier auch mal so ein bisschen rum. Das nervt mich gerade so ziemlich, dass es so stottert wieder hier. Jo. Das könnte man theoretisch jetzt schon mal fertig schweißen. Was mir da halt noch fehlt, ist halt eine Small Armor Schieferblock. Ja, naja. Na, 2,12%. So. Ja, wie ich schon gesagt habe, sollte natürlich jetzt die Aufnahme nicht wirklich unterbrochen sein, wenn ich mal meine Maus sehen würde. Nein, das wollte ich nicht öffnen. Gut. Sollte die Aufnahme nicht unterbrochen werden, weil ich habe das jetzt, die Stummschalttaste, ja, hatte ich ja auf, Dingens gelegt. Ma, was ist los hier? Jo. Das dürftet ihr jetzt eigentlich nicht gehört haben. Ich hoffe es. Teilweise bin ich mir leider nicht so ein bisschen, nicht so ganz sicher, ob die Stummschalttaste jetzt doch funktioniert. Wenn nicht, tut es mir halt leid. Ich wollte euch nicht die Ohren voll husten. Super Charger fehlt mir schon wieder. Ja, dann fehlt jetzt uns dann halt noch nach oben und nach unten. So, Produktion. Brauchen wir mal 100 Stück davon. Brauchen wir zwar nicht wirklich, aber naja. Jo. Ja, dadurch, dass es jetzt halt auch so dermaßen stottert, habe ich halt auch so ein paar Probleme mit der Steuerung. Juh. Oh, die brauchen aber ganz schön lange zum Fertigschweißen, die Dinger. Ja, und das ist sozusagen der primäre Rahmen, der so ein bisschen das ganze Schiff miteinander verbindet. Sollte man eigentlich schon immer dran bauen, damit man auch wirklich hundertprozentig sicher gehen kann, dass keine, ja, losen Teile sozusagen da sind oder verursacht werden. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Nee, so viel solltest du auch nicht wegnehmen. Ah. Nee, machen wir es doch anders. So. Hier kommen dann sozusagen die Schiefen dran.
Teilweise sehe ich das nicht so richtig. So. So. Das... Ach, da doch nicht. So. Außer die Ecke vielleicht. Mann, wir haben doch die runden Blöcke. Wir jetzt auch mal so ein bisschen hier mit den runden Blöcken arbeiten. Oder mal versuchen. So. Was ist das denn jetzt hier für eine Ecke? So eine Ordnung. So ist die. Aha. So hatte ich es mir eigentlich gedacht. Ja, könnte man vielleicht lassen, ja. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich das nachher sowieso wieder abbauen werde. Aber... So... Ja, hier passt da wieder nicht. Was haben wir denn noch für Viecher? Der sieht doch schon nicht schlecht aus. Ich weiß nicht. Ja, doch. Schon mal so ein bisschen den Anfang hier von der Verkleidung des Schiffes. Aber ich will jetzt die auch erstmal fertig schweißen hier, sozusagen den Grundrahmen. So, da haben wir hier auch überall genügend Strauraum, um irgendwas unterzubringen, wie Gyros und so weiter. No. Hätten wir mehr oder weniger denn die Seite schon mal mehr oder weniger fertig. So. Ja, gut, da bin ich vielleicht nochmal so ein bisschen an überlegen. Das was vielleicht ein bisschen anders bauen. Ja. Nee. Was da dran? Und das. Dran, ja. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass das ein bisschen schiefer ist, aber nur innen drin ist ja so eine kleine Schiefe. Joa.
Enddesign machen wir sowieso erst später, wenn wir alles dran haben. So, aber den Kranz hier um den Verbinder baue ich schon mal. Dürften eigentlich auch weit genug außen sein, dass sie den anderen Verbinder nicht kaputt hauen. Ja, ich weiß. Ich will gucken, dass ich wenigstens diesen einen hier noch fertig kriege. Ich weiß, das war mir schon mal zum Verhängnis geworden. Ja, aber guckt euch doch an, ey. Das Ding ist doch ganz schön lang geworden, ey. Also für kleine, schmale Gänge ist das Ding nicht wirklich geeignet. So, was sagt denn der Output? Naja, 6,19. Ja, mal gucken. Nach vorne hin 1,95. Ja, muss man dann halt gucken, ne? Weil ich denke mal, vorher zu, wenn wir mit den Dingen auf jeden Fall genügend haben. So, ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch gerade schon wieder gehört. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, doch, da drinnen lasse ich den ein. Aber so, ich wollte diesen hier wenigstens noch fertig schweißen hier. So. Dann haben wir die Dinger nämlich schon mal dran. Ja, so langsam wird's da was, ne? Ja, es war doch ein bisschen schade, dass ich das jetzt so ein bisschen versteckt, das Design, aber naja. Weil ich will die jetzt auch nicht draußen anbauen. Ach komm her, das. Nee, warte mal. Genau, noch ein weiter runter. Da kommt dann die Rundung dran. Da hatte ich hier Ecke dran gesetzt. Na, geh runter. So. Müssen wieder weg. So. Jetzt habe ich natürlich wieder meinen Container beschädigt. Ja, diese Strebe hier, die machen wir jetzt noch fertig. So, na komm. Oh, ja, nun komm schon. Ja, wie gesagt, das Enddesign machen wir dann sowieso, wenn wir alles dran haben. Oder erst, wenn wir alles dran haben. Na, bleibst du hier.
Ja, doch. Jo. Ja. Haben wir doch wenigstens schon mal ein bisschen was geschafft. Heute. Ja, Leute, aber das war es jetzt schon wieder leider für heute. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.